Paul, wir haben mal wieder eine kleine Überraschung für dich. Dafür habe ich dir ein Paket extra geschickt. Schaust dir doch mal an und holst dir ab, denn es ist Digitaler Deutschlandtag und wir wollen natürlich auch dich damit dabei haben. Und dafür haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Du bekommst deine eigene Jahresrückblickshow. Mach das Paket doch mal auf, du findest darin alles, was du dafür brauchst. Jede Menge Utensilien, aber natürlich auch deine eigenen Moderationskarten und natürlich auch dein Showlogo. Schnell aufgebaut und schon kann's losgehen. Was war 2020 für ein Jahr? Kaum hat es angefangen, ist es schon wieder vorbei. Aber wie es sich gehört, werden die nächsten Samstagabende wieder gefüllt sein mit vielen Shows, die einen Jahresrückblick anbieten. Aber wir können das schneller und wir sind die Ersten. Deswegen herzlich willkommen zu Pauls 2020 Jahresrückblick im Schnelldurchlauf. Kategorie 1. Drei Schlagzeilen, die 2020 bewegt haben. Wir haben dir drei Medien auf einem iPad geschickt. Schau sie dir an und kommentiere die Ereignisse. So, jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Das neue Coronavirus, das sich in China rasant ausbreitet, ist nun auch in Deutschland angekommen. Die bayerischen Gesundheitsbehörden bestätigten, ein 33-jähriger Mann aus Landsberg am Lech habe sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt und werde in München behandelt. Seitens der Bundesregierung hieß es, man sei gut vorbereitet. Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefahren für die Bundesbürger als gering ein. Gesundheitsminister Spahn will aber Fluggesellschaften und Kliniken zusätzliche Meldepflichten auferlegen. Tja, ich erinnere mich noch genau an diesen Fall. Und das war eine Zeit, in der wir noch gar nicht realisieren konnten, was da auf uns zukommt. Und dieses Jahr werden wir nicht vergessen, nicht nur, weil es jetzt eine Zäsur ist, sondern weil wir noch nie solchen auch Einschränkungen unterworfen waren. Und es gilt, wie vielleicht noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik, jetzt zusammenzuhalten. Und bei allen Einschränkungen hat eins sich doch ganz deutlich gezeigt, wir sind ein Land, das zusammenhält. Jetzt ist der Bildschirm hier nur schwarz. Ich tippe mal jetzt darauf, dass es hier um Black Lives Matter geht. Viele Insta-Feeds waren ja auch schwarz. Nach einem schrecklichen Vorfall in den USA von Polizeigewalt. Nicht nur in den USA sind dann Menschen auf die Straße gegangen. Ich finde es immer ganz wichtig und notwendig, wenn Menschen sich gegen Rassismus einsetzen, auch gegen Gewalt ausgeübt von Sicherheitskräften. Was ich nicht so gut fand, muss ich ehrlicherweise sagen, dass einige dann so schlecht über unsere Polizei gesprochen haben. Denn unsere Polizei ist anders und deswegen finde ich, einsetzen, auf die Straße gehen gegen Rassismus und gleichzeitig zeigen, dass unsere Polizei nicht so ist und wir stolz sein können auf unsere Sicherheitskräfte. Herr Nawalny, ich mag dieses Bild, ein Genesungsfoto oder das Genesungsfoto, was durch die Medien ging. Ich freue mich, dass er gesund ist, dass es ihm wieder gut geht. Als die Meldung kam, bin ich auch gleich rausgegangen und habe gesagt, wir Deutschen sollten anbieten, dass er auch hier bei uns behandelt wird. Am Anfang wurde das noch abgelehnt von russischen Behörden, aber dann war seine Ausreise möglich. Das ist erstmal das Wichtigste, dass er jetzt wieder wohlauf ist. Und gleichzeitig denken wir daran, wie es Oppositionellen in vielen Ländern geht und welches Glück wir haben, dass wir in Deutschland leben und nicht woanders. Kategorie 2. Drei Dinge, die 2020 geprägt haben. Wir haben dir drei Gegenstände in das Paket gepackt, die in besonderem Zusammenhang mit dem Jahr 2020 stehen. Finde heraus, um welches Thema es sich handeln könnte und erzähl uns deine Meinung zu diesem Ereignis. Ein Blumenstrauß ist ja schon mal nicht schlecht. Schön. Was ist? Nee. Ein Blumenstrauß mit dem Etikett der Linken erinnert mich natürlich an die unsägliche Wahl von Herrn Kemmerich, als die Vorsitzende der Linken Herrn Kemmerich den vor die Füße geworfen hat. Und ich habe es sofort gesagt, klare Abgrenzung nach links, mindestens genauso klare Abgrenzung nach rechts. Es darf niemals zu irgendeiner gearteten Zusammenarbeit mit der AfD kommen. Was haben wir hier? Oh, hier oben ist ein Briefkopf, ein Siegel, Seal of the President of the United States. Die Rede ist durchgerissen. Das kennt jeder noch, wie Nancy Pelosi hinter Donald Trump diese Rede zerrissen hat. Und diese zerrissene Rede steht ja für noch mehr, nämlich für das gespaltene Amerika. Diese Wahl macht jetzt Hoffnung und uns verbindet mehr mit den USA als nur die Beziehung zwischen zwei Regierungen, sondern das ist das Teilen gemeinsamer Werte. Jetzt bin ich mal gespannt, kann man das hier aufdrehen? Desinfektionsmittel. Jeder kennt diesen Geruch mittlerweile und die trockenen Hände durch das viele Händewaschen und Desinfizieren ist notwendig, aber
es riecht nicht so besonders. Kategorie 3. Drei Momente, die ich aus 2020 nicht vergessen werde. Dein prägendster Moment 2020, das war mit Sicherheit das Treffen mit Svetlana Tichanowskaja in Litauen. Sie im Exil, die Oppositionsführerin in Belarus. Wir stehen an der Seite als CDU, als CSU, aber auch als Junge Union. Und dafür danke ich euch ganz herzlich, an der Seite der Menschen in Minsk und überall in Belarus, die auf die Straße gehen, für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und sie zu treffen, das war ein besonderer Moment, den werde ich nicht vergessen. Dein schönster Moment 2020. Ich glaube, das war die Zeit, die ich auch zu Hause verbracht habe mit den Kindern. Das war jetzt mehr als im vergangenen Jahr. Und wir waren das erste Mal an der Ostsee zusammen am Strand. Und das ist, finde ich, etwas ganz, ganz Tolles. Hat mit Politik nichts zu tun, aber für einen Familienpapa ist das ganz wichtig. Dein Moment 2020, der dich auch im neuen Jahr beschäftigen wird, da gibt es, glaube ich, viele. Ganz besonders war das im Bundesvorstand, als der Bundesvorstand mir den Auftrag gegeben hat, alle Vorbereitungen auch zu treffen und Entscheidungen herbeizuführen für einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf, den wir gemeinsam führen als CDU und CSU. Darauf freue ich mich und diese Entscheidung und diese Vorbereitung, die wir in diesem Jahr treffen, werden im kommenden Jahr ganz, ganz wichtig sein. Ja, das war mein persönlicher schneller Jahresrückblick. Ich grüße die ganze Junge Union Deutschlands ganz herzlich. Ich sage danke für eure Unterstützung und natürlich herzlichen Glückwunsch, lieber Tillmann, zu deiner Wahl und danke für die tolle Zusammenarbeit mit dir, mit der ganzen Junge Union, mit dem ganzen Bundesvorstand der Bundesgeschäftsstelle. Euch noch einen tollen Deutschlandtag und ich freue mich auf den Bundestagswahlkampf im kommenden Jahr. Denn eins steht jetzt schon fest, wenn die Junge Union mitmacht, dann werden wir gewinnen.